Hallöchen und schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Abtauchen mit Plötzlich Wissen mit der wundervollen Inga Marie Rahmke da unten und Julia Schnetzer da. Und wo ist der Dugong? Hört ihr jetzt was? Ja! Ja? 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 Bei mir hängt auch gerade der Stream. Ach, geil. Das startet doch schön, das neue Jahr. Ja, ja, schon auf dem Fahrradplatten gleich im neuen Jahr. Oh. Und oh, mir ist gleich am Anfang das Fahrradlicht geklaut worden. Tag 1, ne? Erst am 1.1. das Fahrradlicht, geil. Ja. Das hat ja, das hat ja richtig gut funktioniert. Herzlich willkommen im neuen Jahr und es geht weiter mit Tonproblemen bei Plötzlich Wissen. Jetzt mit Echo. Mit Ach, Echo? Geil. Echo, 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 Echo. Mit Echo? Warte mal. Echo? Das sag ist was noch mal was. Ah, nee, Fiona, na, sag doch nicht. War das ein Scherz oder was? Das war nicht lustig. Das war nicht lustig. Nein, das war kein. Aber Horsti hört kein Echo, Tommy hört kein Echo und Fiona sagt, ach nein, doch nicht. Also okay. Vielleicht haben wir so gleichzeitig geredet, dass es klang, als ob wir ein Echo hätten. Ja, weil wir die Sätze des anderen schon beenden. Wir uns so gut kennen. Und übrigens, ich bin, kleines Update, zum zweiten Mal geboostert. Oh, Inga, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Das war beim letzten Mal ja das Thema, dass ich an so einer ganz komischen Stelle am Hauptbahnhof in Hamburg geboostert worden bin. Und jetzt ist alles safe, seit gestern. Und ich habe total Angst gehabt, dass ich heute richtig flach liege, weil die Ärzte zweimal hintereinander, zwei Ärzte, der beim Einchecken und der beim Spritze geben, beiden meinten, sie wissen schon, dass das jetzt ein paar stärkere Impfreaktionen hervorrufen kann, weil das so kurz hintereinander ist. Ja, danke. Wenn du wirklich geimpft wurdest. Ja, genau, wenn das erste Mal ja. Ja, eine scheiß Geschichte. Ich habe das auch tatsächlich am Samstagabend noch mal so ein bisschen nachgelesen und habe mich nämlich, weil ich mich dann auch gefragt habe, was ist eigentlich mit Inga und ihrer Boosterimpfung? Und am Sonntag schriebst du dann, dass du nochmal geboostert wirst. Ja, genau, weil das Paul-Ehrlich-Institut der Hamburger Sozialbehörde dazu geraten hat, allen Leuten, die dort waren, nochmal eine Nachimpfung zu geben. Und das war dann jetzt gestern. Oh Mann, ey. Ja, ich bin auch geboostert, aber nur einmal. Ich auch nur einmal. Ja, das reicht eigentlich ja auch. Hoffentlich. Fürs Erste. Ja, was hat das mit den Pupsen bei André auf sich? Wo pupst es bei mir? Haben wir noch mehr Akustik fasziniert? Ach so, das liegt wahrscheinlich. Der meint das Schild hinter dir, weißt du? Ach so. So. Was hat das mit dem Pups? Ja, bei André. Genau, und das müsste spiegelverkehrt sein, ne? Nein, ist es nicht. Das rechnet sich doch richtig. Ach, nee, ist spiegelverkehrt. Ja? Ja. So. Na gut, dann. Dann kann Lucky kann das trotzdem lesen. Geil. Auf dem Schild, ja. Mit den Pupsen, das ist eine Geschichte von Julia, könnte man sagen. Das ist unser Schild, mit dem wir immer durch die Gegend gezogen sind. Damals. Bevor es die Pandemie gab. Damals. Damals. Gute Zeit. In der Ära vor dieser Ära. Aber erstmal frohes Neues. Ja. An alle. Voll schön, dass so viele schon wieder am Start sind hier, ey. Richtig cool. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch und schöne Weihnachten. Und ja, und das Jahr startet bei euch mit weniger Fahrrad- und Akustikproblemen. Aber sonst ist ja alles okay, glaube ich, oder? Ihr beide seid gut reingekommen, denke ich mal. Ja. Wir haben uns nämlich auch noch gar nicht gesehen und groß gesprochen. Nee. Ja, das stimmt. Ja, also war jetzt keine große Silvesterparty, aber war nett. Mhm. Und ich hatte auf jeden Fall einen ganz guten Kater am ersten. Also. Ah. Ups. Okay. Ich nicht. Ich habe Champagner trinken dürfen und davon habe ich nicht so viel getrunken. Ja. Aber weniger und schön als viel oder so ähnlich.
Ja, ich glaube, so viel habe ich auch nicht getrunken, aber ich war es einfach nicht mehr gewöhnt. Und es war Sekt. Oh, das es kommt auf den Sekt drauf an, ne? Geht ja auch schnell in den Kopf, ne? Ja. Das so. Ja. Ja. Und bei dir, André? Wir sind weggefahren, weg von dem Trubel hier in. Am zweiten Weihnachtstag ging es hier schon mit Böllerei los. Ich dachte, du bist jetzt auf dem Land. Ich bin am Rand von Berlin. Das ist noch nicht. Das ist noch nicht Land. Das ist noch. Das ist. Noch nah an Berlin dran. Nee, es ist. Wir sind ein bisschen weggefahren. Ganz in die Nähe bei dir. Ins alte Land. Ah ja. Da war nichts. Ja. Das war ganz zauberhaft. So um 12 zu Silvester war so puff, puff in der Ferne. Und ansonsten war dort nichts. Das war zauberhaft. Wir sind gestern wiedergekommen und gestern Abend war mehr Feuerwerk hier zu Hause als da, wo wir waren um 12. Das heißt, du wohnst jetzt quasi da, wo für Hamburger Pinneberg ist. Also für die Berliner ist da, wo du jetzt wohnst, analog, also so ein Pinneberg. Ich weiß nicht, was Pinneberg für Hamburger bedeutet. Das Schlimmste. Dann wohne ich dort nicht. Also Pinneberg ist der Ort für Hamburger, wo die Leute hier kommen, die nicht Auto fahren können. Das macht immer Hamburger ganz fuchsig. Pinneberg ist noch im HVV. Und die Pinneberger, die in Pinneberg zur Schule gehen, sagen, dass die Hamburger tendenziell ein schlechteres Abitur machen, weil das Niveau in Hamburg stark drunter ist, unter dem Schleswig-Holsteinischen. Aha. Aber also Pinneberg und Hamburg haben so ein ongoing battle, so sozusagen. Und ich glaube, in Pinneberg ist bestimmt mehr geballert worden als an einigen Orten in Hamburg. Ich glaube, so ein Beef haben eher die Stadtteile in Berlin untereinander als mit irgendwelchen Orten im Umland. Also, weiß ich nicht. Okay. Ja, gut, dann. Man wohnt halt da, wo man wohnt. Mhm. Ja, gut. Das ist ja interessant. spannende Silvestergeschichten hier. Ja, hast du einen Seehund gesehen? Es waren nämlich Seehunde in der Elbe. Nein, ich habe keinen Seehund gesehen. Ich habe kaum was von der Elbe gesehen. Es war so verdammt neblig, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, das stimmt. Das habe ich auch mitbekommen. Aber ich kann mal gucken, weil ein Freund von mir, der hat Seehundsichtungen dokumentiert mit einem Foto. Der hat ihn gesehen? Der hat ihn gesehen, ja. Das war ein Seehund, der bei Finkenwerder irgendwo war. Warte mal, ich halte das mal so richtig geil. Oh, ja. Ja, das ist eine Privataufnahme von einem Seehund, der am Elbstrand stranden wollte. Da waren aber zu viele Menschen mit Hunden, weil, ja, es war sonntags oder so. Wir haben irgendwie schlechte Verbindung, liebe Leute. Alle oder nur ich mal wieder? Nee. Ihr kommt alle super hier an und ich habe auch keine ausgelassenen Frames oder sowas. Aber irgendwie hat Twitch heute ein Problemchen. Ja, cool. Dann machen wir halt kurz. Noch kürzer. Ruckelt bei euch. Ja, ich habe hier null gedroppte Frames. Das sind bei die besten Stats überhaupt und die beiden kommen ganz sauber hier an. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Aber es ist schön, dass ihr es aushaltet. Es liegt nicht an uns. Zur Abwechslung liegt das mal nicht an uns. Ich habe mir sogar neues Internet angeschafft. Du hast ja neues Internet angeschafft. Ja, ich bin jetzt nicht mehr bei Vodafone. Das ist immer gut. Ja, das fand ich auch. Ja, bei mir war sogar ein Techniker, das ist nämlich auch passiert, der ist dreimal in den Keller gerannt, weil irgendwelche Leitungen schlecht verlegt waren und von den 8 Kanälen 3 nicht funktioniert haben, die hier oben rauskommen müssen. Aber es geht jetzt. Ja, das ganz ist schön. Ja, deswegen, an uns liegt es nicht, das ist Twitch. Das Problem liegt bei Twitch. Das Problem liegt bei Twitch. Ja. Das ist doch auch, es passiert selten, aber ich bin irgendwie froh und glücklich darüber, dass es mal nicht an mir liegt oder an uns. Ja, oder die letzten Male ging es doch ganz gut eigentlich. Ja, genau. Aber bei FogF ist alles prima.
Immerhin einer. Ah, ja, bei mir, ja, aber bei mir, der Stream stürzt bei mir auch ab die ganze Zeit. Ja, no. Ich gucke mir den lieber nicht an, dann kriege ich nämlich schlechte Laune. Dann denke ich immer, ich müsste etwas tun und kann es nicht. Und das gibt diese Hilflosigkeitsansätze und das ist nicht gut. Ja. Ja. Machen einfach weiter. Ja, Inga, ich muss sagen, ich bin ziemlich gespannt. Ja, ich auch. Ja, was du mitgebracht hast. Also, weil Inga, da bin ich inspiriert von Inga, also für die Leute, die beim letzten Stream nicht mit dabei waren. Inga hat eine Compilation von Weihnachts-Unterwassertieren gemacht, die sehr großartig war. Ja. Und jetzt macht sie eine Neujahrstiere-Compilation und ich habe absolut keine Ahnung. Bei den Weihnachtstieren konnte ich mir was vorstellen, aber bei den Neujahrstieren kann ich mir nichts vorstellen und bin extrem gespannt, ja, was da kommt. Es ist nur eine Tierart. Also ich musste mich dann entscheiden zwischen, mache ich jetzt eine Tierart oder mache ich ganz viele, und bei ganz vielen Tierarten ist es ein bisschen anstrengender, weil ich zwischendurch auf die Idee gekommen bin, die Neuerfindungen des Tierreichs von 2021 zu machen, also was unter Wasser alles so entdeckt worden ist. Und da war so viel dabei, dass ich mir gedacht habe, da kann man nochmal einen anderen Stream zu machen. Und finde ich gut. Ja, und deswegen habe ich gedacht, ich mache nur ein Tier, was passt zum neuen Jahr, weil im neuen Jahr gibt es ja immer die Vorsätze, die man hat und man möchte irgendwas ändern oder auch nicht. Auf jeden Fall sinniert man über Dinge, die man vielleicht loslassen will, und hadert da mit sich manchmal oder auch nicht. Auf jeden Fall geht es bei dem Tier darum, dass man Dinge loslässt, die man nicht haben will. Je wärmer die Temperatur, desto schneller bei dem Tier. Wobei nicht, es kann nicht bis ins Unendliche ins Wärme gehen. Aha. Und es ist ein Tier, was Komponenten hat, die total in Balance sind. Es ist gleichzeitig hart und auch weich, je nachdem, wie es so gerade drauf ist oder was es so gerade macht. Und es ist extrem regenerationsfähig. So, und André weiß wahrscheinlich schon, weil er in die Links geguckt hat, die ich ihm geschickt habe. Habe sie nur aufgemacht. Ja, ja, aber du weißt dadurch, um was für eine Tierart es geht, und Julia weiß es nicht. Das stimmt. Und es können gerne alle, bei denen der Frame nicht gedroppt ist, auch mitraten, weil... Okay, noch mal ganz kurz. Also es ist, es kann weich und hart sein. Mhm. Jetzt, ich habe die anderen Tipps vergessen. Es kann weich und hart sein. Es ist in der Lage, Dinge loszulassen, freiwillig und auch manchmal unfreiwillig. Und es lebt dann trotzdem weiter. Okay. Es ist, kann also sehr gut in Balance sein. Das hat auch ein bisschen mit Symmetrie zu tun. Es ist ein extrem symmetrisches Tier und es ist sehr regenerationsfähig. Ja, ich hätte jetzt zuerst... Die Furzgrundel. Die Furzgrundel lässt auch Dinge los. Das stimmt. Ich hätte jetzt zuerst an die Seegurke gedacht, aber die hatten wir ja schon mal. Und deswegen hätte ich dann eher so an Seestern gedacht. Aber du bist sehr gut, ja. Es geht um Seesterne, ja. So, dann zeige ich mal ein Bild, was du mir geschickt hast, ja? Ja, ja, bitte. Der Große weiß es auch. Der hat es auch. Horsti hat auch Seegurke in Verdacht gehabt. Nee, es ist der Seestern. Und das da ist der Seestern, der einen Versuch geschrottet hat und damit 2015, also nicht dieser jetzt, nicht dieser individuelle, der auf dem Foto, aber diese Art Seestern, das sind die bei uns an der Nordsee auch rumhängen, die Seesterne, also der gemeine Seestern, Asterias rubens, für alle, die es wissen wollen. Und der frisst ja gerne an Muscheln rum, indem er seinen Magen ausstülpt. Also der hat so eine To-Go-Methode. Eine To-Go-Methode? Ja, ich sag mal To-Go, weil er läuft über irgendwas drüber, findet das cool und dann stülpt er seinen Magen aus und isst außerhalb seines Körpers sozusagen, weil der Magen ist ja dann, natürlich ist es auch noch ein Teil seines Körpers, aber es ist nicht er nimmt es nicht in den Mund und ist dann im Körper drin, ja? Ja, sondern er... Der Magen kommt raus. Ja, er macht nicht er macht nicht nom 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 nom, sondern er macht ja. Also, so. In etwa ein schlechtes Beispiel. Haben wir geguckt, ein bisschen ungläubig oder unverständlich. Ja. Warum? Das klingt los? Schlimm. Unangenehm. Es
ist eine ganz normale Sache. Schwer vorstellbar. Den Magen das, ausstülpen. Okay. Ja, ist ja auch für uns nicht so praktikabel. Ne? Nee. Aber für einen Seestern ist das ganz normal. Ja. Okay. Lauchpower hätte gerne, dass du dem ein paar Augen zeichnest, dem Seestern. Mhm. Du kannst ihm auch noch Hände malen, wenn du schon dabei bist. Take your time. Das Happy New Year. Weißt du was, der braucht aber nicht Augen, der braucht so ein Hütchen. Boah, da fällt mir ein. Kennt ihr das? Ich muss es gleich suchen, aber kennt ihr das quasi echte Bild von Patrick, von SpongeBob? Brauchst du nicht suchen, das kommt doch noch. Also okay, ich wollte gerade sagen, okay, sorry. Entschuldigung. Das macht nichts. Aber das ist so geil, aber das habe ich André auch schon als Link geschickt. Deswegen, ja, das Bild ist so gut. Das ist mega. Soll mega ich das geil mal aufmachen jetzt? Ja, kannst du auch. Jetzt ist auch scheiß drauf. Mach ja, es welches auch ist denn das? Das ist der Twitter-Link. Da. Oh, nee, das meinte ich gar nicht. Das meinst du nicht? Ah, das ist auch gut, ja, aber nee, das meinte ich, das ist das auch gut. Okay, ja, da musst du selber nochmal suchen, welches du meinst. Ja. Weil das ist das, was ich mega geil finde. Das ist nämlich letztes Jahr gefunden worden von diesem Menschen, der Christopher Maher heißt und Seestern-Experte ist. Und also André, du wirst auf jeden Fall Cartoonist bei den Wünschen, die hier kommen. Du brauchst an einem Seestern zwei Augen, er braucht eine Badehose, weil es ein Neujahrstier ist, braucht er auch noch ein Hütchen, bitte. Vielleicht ein Feuerwerk im Hintergrund. Es ist André muss jetzt mal malen. Ich male. Ja. Sprich weiter. Ja, der Seestern kann... Hobbit der Große fragt, kann der Seestern nur seine Arme nachwachsen lassen oder auch seinen Magen, wenn er den manchmal ausstülpt? Also es gibt wohl, ich bin jetzt nicht der Mega-Seestern-Experte, aber ich habe davon gelesen, dass es Seesterne gibt, die in der Lage sind, wenn nur noch ein Arm da ist, aus diesem einen Arm einen komplett neuen Seestern entspringen zu lassen. Insofern wäre dann auch der Magen mit dabei. So, Julia sucht angestrengt nach dem Meme, was... Ich hab's schon. Du hast es schon. Ja, ich weiß. Ja, dann musst du das André schicken, der kann jetzt aber gerade nicht. Der muss konzentriert zeichnen. Oder hast du schon die Badehose und das Feuerwerk? Schmeiß es hier auf Discord, alle intern, dann, ja. Da komme ich dran. Sehr gut. Ich bin noch dabei. Eine Mütze ja, auch gut noch. Warum eine Mütze? Na, weil es ein Neujahrsseestern ist. Ein Partyhut, nicht eine Mütze. Ein Partyhütchen. Die sind so einfach, das ist einfach ein Kegel. So, aber bitte in Farbe. Also zweifarbig vielleicht. Oder eine Farbe. Aber so mit Puschel. Zweifarbig. Mit Puschel. Weißt du, hallo? Ja, ein Partyhütchen halt. Ein Partyhütchen. Ja. Okay, danke. Ja. Also, dieser Seestern, den ihr jetzt gerade seht, ist das finde ich schönste Beispiel für SpongeBob und Seesterne. Dieser Christopher Maher, der ist Forscher, der hat das Foto gemacht in 1885 Meter Tiefe. Es geht aber eigentlich gar nicht um diesen Seestern, der ist jetzt nur vorgezogen, weil Julia diese Assoziation hatte. Entschuldigung. Macht gar nichts. Und genau, Regenerationsfähigkeiten sind da und um die Regenerationsfähigkeiten geht es auch gleich, aber ich denke, wir sollten erst unsere anderen Themen abschließen, die hier gerade aufgepoppt sind, oder? Also zumindest das, was Julia geteilt hat, dass André, du hast auch die ganze Sendung Zeit, dass du musst es nicht jetzt alles fertig zeichnen, du kannst auch gleich nochmal weiter zeichnen, finde ich. Ja. Man sieht so auf dem Gesicht, wie weit er ist und wie sehr er sich konzentriert und wie wenig er jetzt abgelenkt sein möchte von irgendwie den Leuten, die hier jetzt quatschen. Aber ich bin gleich fertig. Nein, mach ruhig. Was denn? Ich kann ja nichts machen, außer reden und nichts zeigen, weil du mit Zeichnen beschäftigt bist. Ach so, sag mir, was ich zeigen soll. Ah, okay. Ja, also was ich als nächstes zeigen wollte, ursprünglich mal, war... das Video, das man ohne Ton, wo drüber steht Seesternaufbau, ich glaube, dass das okay ist. Das ist kein Open Educational Resources, aber es ist ja öffentlich auf, genau. Ich lasse mal laufen, so, ja? Dankeschön, wie so ein Seestern aufgebaut ist. Das finde ich nämlich richtig geil animiert und falls da Fehler drin sind, ich habe sie nicht festgestellt. Julia, pass gut auf. Okay. Falls du Seestern-Sezierkurs ist schon sehr lange her.
Ja, okay. Aber ich weiß noch, dass sie eigentlich hauptsächlich aus Gonaden bestehen. Ja, da ist auch einiges drin, ja, dabei. Es gibt verschiedene Fortpflanzungsvarianten von Seesternen, weil es verschiedene Arten von Seesternen, Überraschungen gibt. Es gibt nicht nur fünf Arme, aber fünf Arme ist die traditionelle Seesternform, würde ich sagen. Und das da sind die Knochenplatten und dazwischen sind Muskeln. Deswegen können die gleichzeitig hart und auch weich sein, weil Muskeln natürlich in der Lage sind, Dinge zu bewegen, aber die können auch komplett starr halten. Die sind also krass gut in Sit-Ups. Sollten sie jemals Sit-Ups machen, können das aushalten ohne Ende. Und das hier ist der innere Ring vom Seestern, das, was jetzt so lila gezeigt wird und Nervenstränge. Und das, was man in Blau sieht, die haben so Hydraulikfüßchen, mit denen sie cool durch die Gegend laufen können. Was aber nicht bei jedem Untergrund hilft, weshalb auch schon Seesterne ab und zu an die norddeutschen Küsten abgetrieben werden, wenn so ein Sturm kommt und die leider zu nah an der Küste auf dem Sand waren. Weil da sieht man die Füßchen gut, ne? Ja. Also. Ja. Und die funktionieren richtig geil mit Hydraulik. Das ist aber auch gleich noch animiert, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Das habe ich vor 4 Stunden gesehen. Schon die Hälfte wieder vergessen. Aber das ist das blaue System. Da oben, das, was ihr jetzt in weiß seht, ist da, wo das Wasser einströmen kann für die Hydraulik. Mhm. Und jetzt sieht man die fünf Arme mit den Hydraulikfüßchen und das Wassereinströmloch am oberen Teil des Seesterns. Aha. Zieht er Wasser ein. Und verteilt es in den Füßchen und da kann da diese oberen Kügelchen, da wird das Wasser drin gespeichert, sozusagen vorübergehend, und dann kontrahiert das Ding, es irgendwie voll krass, wie clever das ist. Es hat kein Gehirn so wie wir, so ein Seestern, und der kann trotzdem irgendwie alles. Faszinierend. Okay, und die Füße sind der Magen oder was ist der Magen? Nee, Der kommt erst noch? Ja, ich glaube, Magen kann sein, dass sie den auch noch animiert haben. Julia wollte gerade was sagen, glaube ich. Also nee, ich wollte nur sagen, ach krass, dass die Füße bei dir, also dass die quasi mit Wasser gefüllt sind, so, das wusste ich nicht. Das haben wir nicht gelernt beim Seestern-Sezierkurs, dass sie die quasi mit Wasser. Ja, und da können die steile Wände mit hochgehen. Wenn sie aber eben zu nah an der Küste sind und auf Sand schon und dann kommt eine Sturmflut, dann werden die einfach mal mit an den Strand gespült und dann gibt es manchmal so tausende von Seesternen, die am Strand tot sind, weil die sind dann doch nicht so schnell, trotz der vielen Füßchen. So, welcher Teil sie jetzt, worüber sie jetzt gerade sprechen, weiß ich nicht mehr genau. Das können wir sicher gleich sehen. Es kommt wahrscheinlich der Magen, oder? Weil der gerade so bei den Muscheln. Ja, das ist der Magen. Das ist der Magen, okay. Sieht ein bisschen aus wie so eine Tulpe oder so. Mhm. Ein Tulpenmagen. Viele Seesterne fressen andere Muscheln oder auch Sterne oder. Weil die Muscheln nicht so schnell sind. Genau. Aber es gibt auch Vegetarier unter den Seesternen. Das wollte ich euch mal gezeigt haben, weil ich die Animation ganz cool finde. Okay. Und ich habe ein Paper mitgebracht. Juhu, Paper! Ja, genau. Wurde letztes Mal doch auch gewünscht, so ein Paper. Und zwar, das ist eins, was ich dir mitgeschickt hatte, André. Ja, das welches? Du hast mir zwei geschickt. Ich habe dir zwei geschickt. Also entweder wir gucken uns nochmal, wir gucken uns nochmal den Aufbau an, ganz in Ruhe, wo er dann auch beschriftet ist. Dann steht Aufbau Seestern an dem Paper mit dran. Seestern-Anatomie meinst du? Ja, genau, meine ich, ja. Das hier. Genau, ja. Das ist ein offen zugängliches Paper. Ich habe es nur runtergeladen und dir geschickt. Und wenn man noch ein bisschen weiter runterscrollt, da geht es mir nur um den Aufbau von dem Seestern. Genau, da bist du komplett richtig. Da sieht man nämlich die ganzen Gonaden. Alles voll. Fortpflanzung. Mhm. Gonaden? Gonaden, guten Abend. Guten Abend. Ach so, Gonads. Ja. Genau. Und ich muss mal gerade selber in dieses Paper reingehen, damit ich das in groß habe, weil ich habe so nämlich, weil ich ja den Stream nicht parallel gucke. Ja, hier mal ganz kurz an Hobbit, der Große fragt Seestern-Sezierkurs. Ja, also tatsächlich, also du hast im
Wenn du Biologie studierst, dann hast du im ersten Semester den sogenannten Schnibbelkurs. Da werden diverse Tiere, die natürlich schon tot sind, seziert, unter anderem auch Seesterne. Aber wir hatten auch Schnecken oder Heuschrecken oder weiß nicht mehr. Ich glaube, Fisch hatten wir noch. Also Fisch war Maximum. Säugetiere gab es nicht und so. Und die waren auch alle schon tot, als wir die bekommen haben. Genau, und da haben wir auch einen Seestern auseinandergenommen. Ich habe den auch schon mal auseinandergenommen, weil ich einen toten Stern auf Langeoog, ihr erinnert euch an meine dramatischen Langeoog-See-Möwen-Geschichten, da gab es auch Ja. Seesterne. Und die habe ich dann versucht zu trocknen, weil die eh schon tot waren und dann stanken die. Und dann habe ich gedacht, dann stinken sie vielleicht weniger, wenn ich sie von unten aufschneide und die Sachen so rausnehme. Oh Gott. Ja, da war ich ein Kind. Und das hat aber immer noch gestunken und durfte nur drauf. Also, ich habe es nicht richtig, Erstmal. nicht gut gemacht. Ja, aber der Gedanke macht doch voll Sinn, Inge. Ja, ich fand Ja. es auch. Ich fand es auch Ja. gut. Ja, aber meine Eltern fanden es nicht so gut. Ja. Ja. Eltern. Ja, mein Gott, man muss mit denen zusammenleben, wenn man so 10, 11 ist. Ja, ich weiß. Vor allem im Sie Urlaub, finden in es immer der nicht so Kleinen. gut, Ja, wenn es man ist auch Tiere noch auf mit nach engem Hause Raum. bringt und so. Ja, genau. Naja, da habe ich auf jeden Fall auch Gonaden entfernt, vermutlich. Und was man in dem Bild auch sehen kann, der hat den Magen unten und den Arsch oben sozusagen. Anus ist oben. Das ist im grünen Bereich, der grüne Er robbt Bereich. also auf dem Bauch. Ich meine, wenn er den Magen ausstülpt, ist es nicht verwunderlich. Ja, das stimmt. Und man sieht da noch, also in Gelb sind die Gonaden, das Weiße sind die Tube Feet, also diese Hydraulikfüßchen. Und man kann auch sehen, dass das Graue im Querschnitt von dem Seestern, das ist einfach die, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber und Also, ich weiß nicht mal, wie man es richtig gut auf Englisch das sagt. hier. Cilomic Cavity, genau. Alles, was nicht farbig ist, sondern so durchgehend so grau. Und das ist der Bereich, wo Seesterne, wenn da irgendwas, also der gemeine Seestern, mit dem die Experimente gemacht wurden zumindest, wenn man dem da was reintut, da hat er keinen Bock drauf, dann wird er das wieder los. Und darum geht es in dem folgenden Paper. Es war einmal in Dänemark eine Forschergruppe, die wollte Seesterne mit den auch bei Haustieren üblichen Transpondern, die heißen Pit Tags, kennst du bestimmt, Julia, oder? Jetzt? PIT, Pit Tag, Nee, Jenny. steht für, habe ich mir aufgeschrieben, Passive Integrated Transponder. Sind so kleine Transponder. Im Fall der Seesterne waren die 12 mm lang und hatten Durchmesser von 2 mm. Und die wollten, damit kann man dann Individuen erkennen. Das ist auch das, was bei Katzen unter die Haut geschossen wird. Und wenn man dann so eine entlaufene Ah. Katze findet und geht zum Tierarzt, dann kann er den Transponder aktivieren. Der Transponder selber hat keine Batterie oder so, aber man. Und die wollten irgendwelche Experimente vermutlich machen. Ich weiß es nicht, ich habe das irgendwo dunkel, ich habe zu viel gelesen heute wieder, aber ich glaube, es ging um Miesmuschelbänke und sie wollten gucken, wie man herausfinden kann, wie sich diese Seesterne bewegen, indem man ihnen dann so Transponder gibt und dann kann man ja gucken, wie weit die wann wo sich bewegen auf so einer Miesmuschelbank, weil das sind die Feinde der Miesmuschelzüchter im Prinzip. Und dafür haben die Experimente gemacht und dann haben sie festgestellt, sie geben in diese graue Masse des Seesterns in der Mitte des Armes so einen Transponder rein. Also irgendwo hier. Ja, also im Querschnitt kann man das noch ein bisschen besser sehen. Also irgendwo wo das Grau, genau, irgendwo da so und dann in der Mitte, das wo du auch eben sehr gut gezeigt hast. Und innerhalb von kürzester Zeit ist ein, je nach Wassertemperatur, das ist das, was ich am Anfang erwähnt habe, je nachdem, wie warm es ist, versucht der Seestern mal schneller, mal etwas langsamer das Zeug wieder loszuwerden. Und in dem Versuchsaufbau mit dann 53 Seesternen hatte man innerhalb von 3 Wochen keinen einzigen Seestern mehr, in dem so ein Transponder war, weil die alle über die Armspitze wieder ausgeschieden hatten. Ja, das, was bei uns, wenn wir so einen Splitter im Finger haben oder so, dann macht das ja, wächst das auch so langsam raus. Der ist in der Lage, aus krassen Gründen relativ gezielt, aber nicht ganz
strategisch das Zeug wieder auszuscheiden an der Armspitze. Und in dem Paper, das ich dir geschickt habe, das ist jetzt das zweite andere, wo es nicht mehr um die Anatomie geht, kann man das so ein bisschen nachvollziehen. Als sie das herausgefunden haben, dachten sie, was ist denn jetzt hier los? So kann man ja keine Versuche machen. Man weiß ja überhaupt nicht mehr, welcher Seestern ist. Zeichnest du wieder, André? Nein, nein, ich zeichne nicht. Ich habe mein Bild mittlerweile fertig. Ich habe nur gerade versucht zu erklären, was Coelomic Cavity ist. Und ich bin bei Coelom hängen geblieben, weil damit bezeichnet man die sekundäre Liebeshöhle zahlreicher Tiere. Ich weiß nicht, was die sekundäre Liebeshöhle ist. Ich verstehe das. Ich möchte jetzt wissen, was die sekundäre Liebeshöhle ist. Das möchte ich jetzt auch wissen. Weil anscheinend haben zahlreiche Tiere diese und ich weiß nicht, was es ist. Ja, ja Coelom. Mit Coelom, griechisch, Coeloma, Vertiefung, Hohlraum, von Coelos, hohl, eingedeutscht auch Coelom, bezeichnet man die sekundäre Liebeshöhle zahlreicher Tiere, etwa der Chordatiere oder der Ringelwürmer. Es handelt sich dabei um einen flüssigkeitsgefüllten Hohlraum, der von einem mesodermalen Epithel umgeben ist und als Flüssigkeitspolster bei vielen Protostomiern die Funktion eines Hydroskeletts übernimmt. Das Coelom wird im Verlauf der Ontogenese durch Abfaltung vom Urdarm oder aus besonderem dem Endotherm entstammenden mesodermalen Zellen erst etwas später gebildet und verdrängt die aus der Furchungshöhle entstandene primäre Liebeshöhle, den Blastozoel, oft ganz. Bei etlichen Tiergruppen ist das Coelom reduziert und nur noch unvollständig als Rest erhalten. Bei den Weichtieren existiert es noch in Form des Herzbeutels und der Gonadenhöhle. Bei den Gliederfüßern ist es in einem Mixocoel übergegangen, wobei ebenfalls noch deutliche Reste erhalten sind, zum Beispiel als Umhüllung der Metanephriden des sogenannten Neophrozoels. Bei Säugetieren entstehen aus glaube, dem, das ist der letzte Satz. Bei Säugetieren entstehen aus dem Coelom die Brusthöhle, die Bauchhöhle und die Herzbeutelhöhle. Das Coelomepithel bildet die Tunica serosa, das Peritoneum. Also Lauchpower hat das Ganze aufgeklärt. Es ist Leibeshöhle, nicht Liebeshöhle. Tatsächlich. Das macht Sinn. Ah, danke, danke, danke. Ich habe mich einfach nur verlesen. Es ist einfach schon spät. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das war ein freudscher Verleser. Das beruhigt mich jetzt sehr. Dankeschön. Danke, Lauchpower. Ja, die sekundäre Leibeshöhle. Ja, jetzt macht das alles Sinn. Auf einmal macht alles wieder Sinn, ja. Ja. Dazu wollte ich noch kurz anmerken, was man hier so schön sehen kann an diesem Paper und was so wichtig ist, dass Seesterne haben ihren Arsch oben. Habe ich schon wieder was vorweggenommen? Sorry. Das habe ich gerade versucht zu sagen vor etwa 5 Minuten. Da sagte ich, der Anus ist und der Mund ist unten. Ah, okay, ja. Aber nochmal, dass wenn du Seestern anguckst, du guckst auf ihren Arsch. Ja, also, genau. Du kannst gar nicht anders. Ja. Nur so, ne? Nur mal so als. Damit wir wieder bei unserem Fäkalhumor zurück sind. Ja. Und
Ja, Furzgrundel lässt grüßen. Und der Witz ist eigentlich, dass statt über den Arsch so einen Transponder auszuscheiden, so wie man das vielleicht auch vermuten könnte, machen sie es wie IT nach Hause telefonieren am äußersten Ende ihres Armes, wobei uns dann die Finger sind. Wobei den Seestern so grundsätzlich auch so Lichtrezeptoren sind. Also die haben ja keine richtigen Augen, aber die haben so hell-dunkel mindestens. Man weiß nicht so genau. An den Spitzen? Ja, irgendwo da. Die sind da jetzt nicht eingezeichnet, aber habe ich so en passant noch mitbekommen beim Lesen von... Soll ich das zweite Paper nochmal anmachen oder wollt ihr mein Kunstwerk sehen? Oh, nee, mach erstmal das Paper, dann haben wir was zum Abschluss. Finde ich, oder? Alles klar. Oder möchte da jetzt jemand rein? Ja, dann, genau, das ist das, was dabei rumkam. Du kannst einfach runterscrollen, da sieht man dann so ein paar Bilder. Da steht halt drin, wie sie den Versuchsaufbau gemacht haben. Und hier, Achtung, das finde ich ganz witzig. Da ist dieser Seesternarm. Also es gab zwei Versuchsanordnungen. Einmal gab es die Versuchsanordnung, wir nehmen Seesterne mit diesem Tag, 53 gesunde Tiere. Nach 3 Wochen war in keinem Tier mehr so ein Tag drin. Und 2 hatte man auch verloren, wahrscheinlich, weil die durch den Abfluss wieder rausgegangen, also nicht mehr in dem Tank, wo diese Seesterne drin waren. Die Seesterne wurden ordentlich gehalten bei 10 Grad Wassertemperatur, normalem Salz, Snacks in Form von Miesmuscheln. Und dann hat man sich überlegt, naja, jetzt wissen wir, dass das alles ausgeschieden wird, aber wir wissen nicht, wie sich so ein Tag innerhalb des Körpers von dem Seestern bewegt. Also machen wir Versuch Nummer 2 mit Magneten, die eine leicht andere Größe hatten. Also statt 12 mm Länge nur noch 8 mm Länge und auch 2 mm Durchmesser, also relativ nah beieinander so. Und mit einem Magneten konnte man dann mit einem anderen äußeren Magneten 2 cm Höhe, da hatten die, hat im Versuchsaufbau, ich weiß nicht, warum sie das so gemacht haben, geknüpft. Wir konnten dich kurz vielleicht nicht hören. Was hast du gesagt? Die was? Haben den Magneten, den äußeren Magneten an ein Haar geknüpft. Ja. Und dann in 2 cm Höhe über dem Seestern hin und her gewedelt, um zu gucken, an welcher Stelle der Magnet, den sie injiziert hatten, jetzt ist. Und dabei kam dann das Bild, was ihr da oben links seht, raus, wo man in Minutenabständen geguckt hat. Man hat bei Punkt 1 injiziert, den Magneten, und bei Punkt 2 hat man dann nach Minuten, so, das steht da in diesen Klammern, sind immer die Zeitangaben. Nach 15 Minuten? Ja, nach 15 Minuten war es bei 2, nach 23 Minuten war es bei 3 und so weiter. Und bei einigen Seesternen, also man hat 10 Tanks genommen mit 20 Seesternen und in jedem Tank waren 2 Seesterne, ein dicker und ein dünner Seestern, damit man noch wusste, welcher Seestern was macht, weil man die ja nicht mehr mit einem Tag identifizieren konnte. Also man hat das dann visuell über die Größe gemacht. Und dann hat man, genau, man hat Seesterne ausgependelt, die Magneten in den Seesternen ausgependelt. Ja, ja man, damit man mit dem anderen Magneten wahrscheinlich den, den man injiziert hat, nicht beeinflusst, sondern dass du eine ganz schwache Feldleistung hast, dass du siehst, wo es ist und dann ziehst du ihn wieder weg, den anderen Magneten. Ja, ja. Wahrscheinlich. Aber können wir jetzt kurz drüber reden, wie das Ding da wandert, weil das ist ja weird. Ja, das, ja, genau. Okay. Ja. Das ist randommäßig. Bei manchen Seesternen, also sie, das ist in der Leibeshöhle, also in der Liebeshöhle, herumgewandert. Wenn du ein bisschen weiter nach unten scrollst, André, sieht man, wo es ausgetreten ist, das ist das Weiße. Und wenn du noch weiter nach unten scrollst, dann sieht man noch eine Beobachtung, die gemacht haben. Ja, okay. Aha. Genau, und da sieht man dann auch links, dass die haben so eine Art Abschnürung produziert. Und davor war der Magnet, also in der Nähe von dieser Abschnürung. Aber es ist anscheinend nicht so gewesen, dass, was man sich jetzt vorstellen könnte, wenn man so einen Ballon, ne, diese Luftballons, aus denen man so Ballontiere macht, da könnte man ja so rumfassen und so tun, als wäre das jetzt so ein Arm. Und man würde ja denken, wenn man in den Ballon oder auch Sternarm irgendwas einführt und man möchte bewegen, dann würde diese enge Stelle sich immer weiter bewegen.
in die Richtung und das so nach vorne pressen, so rauspressen. Das ist anscheinend nicht so, das war nicht so sichtbar, aber man wusste, wenn sowas auftaucht, dann ist in der Nähe da dieser Magnet. Aber man konnte nicht eine Bewegung erkennen, dass sich so wie bei einem Ballon, wo man das über die Länge hin durchführt, dass sich das so zeitlich immer weiter nach vorn bewegt hat, diese enge Stelle. Das konnten die beobachten und dann haben sie festgestellt, dass es bei einigen Seesternen eine echte Random-Aktion war, in welche Richtung dieser Magnet gegangen ist. Also bei vielen Seesternen ist der Magnet aus demselben Arm, in dem er injiziert worden ist, rausgegangen. Aber bei 4 Seesternen ist er über die Mitte, über den Kreis in der Mitte des Seesterns mal in dem Bereich gewesen, also nicht mehr in einem Arm. Und bei einem Seestern ist er auch mal in anderen Armen aufgetaucht und dann aber trotzdem wieder im Originalarm geworden. Die wissen also nicht so genau, wie das so funktioniert. Vielleicht liegt es daran, dass ein Seestern kein Gehirn hat. Aber weiß man, wie sie das da drin bewegt haben? Also, aber das ist nicht klar, oder? Nee, nicht so viel weiß man nicht, nee. Wie sie es genau gemacht haben, man weiß nur, dass sie es gemacht haben und wo der Magnet zu jedem Zeitpunkt war. Und wenn sie haben das bei 10 Grad Wassertemperatur und bei 16 Grad gemacht, weil man bei einer echt etwas erhöhten Wassertemperatur eine schnellere Ausscheidung vermutet hat und das ist auch wahr. Also da konnte man echt innerhalb kürzester Zeit den wiedersehen. Also innerhalb von einem Tag waren 70% der Magneten wieder draußen bei 16. Nee, bei 16 Grad sogar nach 3 Stunden. So. Und das, was man da auf der rechten Seite sieht, die haben die auch geröntgt sozusagen. Das ist Ultraschallbild, ne? Ja, es ist Ultraschall, genau. Und oben sieht man den Ultraschall und unten sieht man diese Liebeshöhle. Mit ja, dem ist gut. Sorry. Das wird mich jetzt ewig, ewig begleiten. Ja. Die sekundäre Liebeshöhle. Die sekundäre ist okay. Liebeshöhle. Ist vom frisch verheirateten Mann gesagt worden. Ja, ja. Der in seiner primären Liebeshöhle da oben sitzt. Nee, oben, du bist ja im Arbeitsbereich, ist bestimmt auch nur die sekundäre Liebeshöhle. Unten hat man nochmal animiert, dass an dem eingeschnittenen Teil dieser Magnet da zu finden war. Also, ja, ne, da. Das, der Seestern. Ja, das... Noch mehr? Nee, das ist schon. Das war's an Bildern, genau. Und ja, das war der... das Neujahrstier, also lasst einfach alles los, was ihr nicht mehr braucht. Bleibt in Balance zwischen hart und weich und holt euch gutes Fressen to go. Warum ist er jetzt genau das Neujahrstier gewesen? Ja, weil es, ja, um Altes loszulassen. Ach so. Kennst du nicht diesen Aspekt, dass man an Neujahr sich irgendwie vornimmt, so, hey, es ist ein neues Jahr, wir machen ein paar Sachen anders und wir lassen alte Dinge los und starten ganz neu? Also Unpassendes entfernen, so gute Vorsätze mäßig? Ein bisschen, ja. Habt ihr gute Vorsätze euch gemacht? Nee, ich habe mir keine guten Vorsätze so in dem Sinne gemacht, aber ich freue mich auf, was an spannenden Projekten in diesem Jahr kommt. Also ich habe mal drüber nachgedacht, was alles möglich wäre und das ist cool. Nee, ich habe mir auch keine Vorsätze gemacht. Ich habe eher... Wir haben eher ein bisschen drüber reflektiert, was denn so war. Das war auch ganz schön. Sachen nochmal Revue passieren lassen vom Jahr. Den eigenen privaten Jahresrückblick. Ja, genau. So ungefähr. Ja. Hast du Vorsatz gefasst, Julia? Nee, ich mach sowas nicht. Aber ich habe auch so ein bisschen Revue passiert und ja, bei mir war letztes Jahr auch echt ganz schön viel los. Obwohl es so ein lames Corona-Jahr war irgendwie ganz schön viel los. Ich habe der Große fragt, ob es Erkenntnisse dazu gibt, ob Seesterne Schmerzen oder Unwohlsein empfinden können. Weiß ich in dem Moment jetzt nicht, müsste man nachgucken.
Es ist in diesem Paper auf jeden Fall ein Typ, der heißt FAN, Fun, ganz unten in den Quellen. Und der hat zum Thema abgeschnittene Körperteile geforscht. Ich war kurz davor, mir das noch anzugucken, dann hätte ich das eventuell jetzt beantworten können, aber ich hatte keine Zeit. Oh, das ist interessant. Nero Burner sagt, bei Krabben, Schrimps, Hummer und Tintenfischen hat England offiziell anerkannt, dass diese Tiere Gefühle empfinden wie Schmerz und Unwohlsein. Bei Seesternen habe ich keine Ahnung. Also ist genau, das jetzt gerade... Ja, das ist ganz neu. Das wollte ich auch gerade sagen. Aber Nero Burner war schneller. Genau. Ja, das ist halt... das Ding ist, dass... das ist jetzt einfach nur eine Meinung, also jetzt nicht wissenschaftlich basiert, aber ich denke eigentlich, dass eigentlich fast alle Tiere Schmerzen empfinden, weil das ja ein Schutzfaktor ist. So, ne, Schmerz, also dass du reagierst, dass du irgendwie deine Hände, Arme zurückziehst oder so. Und du hast eben in der Regel auch Reaktionen von Seesternen. Aber ich meine, du kannst natürlich, weißt natürlich jetzt nicht genau, ob die jetzt Schmerzen genauso empfinden wie ein Säugetier oder sowas. Und das, da wird dann eben auch teilweise geguckt, wie viele Nerven liegen irgendwo und so. Aber ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also ich würde immer davon ausgehen. Ja. Das würde ich auch. Ja, ich würde sagen, Seesterne können unwohl sein und Schmerz empfinden. Ja. So. Wenn du sie. André, wollen wir so eine Galerie machen? Wir machen ja gerade die Homepage neu und da könnten wir sowas in die Galerie machen. Meine kreativen Ergüsse aus dem Stream. Hier nochmal die Moräne übrigens. Ne? Hey. Danke. Ja. Jo. Das ist richtig gut, finde ich. Also, das sind die. Das ist passend zum Stream. Das könnte man auch als erstes Bild, wenn man auf YouTube kann man doch einstellen, ob man irgendwie so ein Startbild haben will. Und wenn unsere Startbilder blöd sind und wir beim jedes Mal von dir ein Kunstwerk bekommen, das auf einem öffentlichen Bild von Wikipedia basiert und verändert werden darf, dann läuft es richtig gut hier. Ich bin mir nicht sicher, doch. Die Badehose muss grün sein, André. Ich habe nicht versucht, Patrick zu zeichnen. Patrick hat auch keine Finger und hat auch nicht so einen lustigen Hut auf. Oh, aber André, hast du meinen Link bekommen? Ich habe den in den internen Chat gepostet. Mit Patrick. Patrick in real life. Das war das Bild, das gepostet wurde. Ja. Und das ist auch schon richtig gut. Ja. Ja. Und dann wurde es auch noch angepasst. Sehr cool. Da sieht man aber auch, dass der Seestern den Anus auf dem Rücken hat. Ja. Sehr geil. Er hat so einen geilen Arsch, der Seestern. Richtig gut. Ich will mir nochmal das Originalbild angucken. Ja, um Gottes Willen. Ja, perfekt. Das ist einfach Patrick. Ja, stimmt. Und es gibt auch einen Seestern, der überhaupt nicht so richtig aussieht wie Patrick, der aber 2020 gefunden worden ist und den wissenschaftlichen Namen Patrick enthält. Und das hatte ich dir auch geschickt als Link. Das kannst du auch, wenn du willst, nochmal den Patrick-Seestern aus der Wissenschaft. Ja, das hier? Patricki, genau. Ich finde, der sieht jetzt nicht so. Weil der auch, ich glaube, die haben den so genannt, weil er auch in der Nähe vom Schwamm wohnt. Also. Aber der ist natürlich visuell jetzt nicht mit Julias wirklich sehr schön. Er schaut nicht aus wie Patrick, aber vielleicht haben sie einfach einen neuen Schwamm gefunden und waren so, Alter, wir müssen jetzt auf jeden Fall einen Schwamm mal Patrick nennen. Ja, den cool, Seestern, der in der Nähe von dem Schwamm wohnt. Ich meinte den Seestern. Mhm. Ja. Aber es schaut ganz schön alienmäßig aus. Mhm. Ja. Gibt es ja noch mehr Bilder? Wahrscheinlich nicht. Eher nicht. Doch. Doch. Krass. Er schaut nicht aus wie Patrick. Nein. So ein Schlangenstern. Mhm. Na, mit vielleicht mit einer grünen Bartos. Ah, kannst dich auch versuchen. Aber er, aber er hat 6 Arme, nicht 5. Er hat 7 Arme. Na?
Nee, achso, ja, auf A hat er 7, auf B hat er 6. Ja, stimmt. Da ist wohl einer verloren gegangen zwischen. Mhm. Vielleicht hat er einen Fluchtarm. Beim Umdrehen. Ganz schön groß, 20 Zentimeter. 20. Ja, mit dem Paper habe ich mich nicht beschäftigt, aber das war eine der Sichtungen in 2020 neuer Art und dann Patrick genannt. Okay. Inga, bist du durch? Bist du ja durch? Ich bin durch. Ja, ja, also nur gerade, weil ich gerade, weil wir schwammen und so, weil ich hätte es ja fast vergessen. Ich habe eine Post gekriegt. Und ich habe es mir selber auch noch gar nicht angeguckt. Ach. Dass es auch nicht was gibt. Der Schwamm und seine Mitbewohner. Yay. Das war von Kerstin. Die hat nämlich das irgendwie bei Instagram geteilt gehabt und ich war so, ey Kerstin, schick mal es für den Stream. Und es ist irgendwie was zum Basteln. Okay, warte, ich mach dann mal groß, dass du es zeigen kannst. Ja, da musst du es natürlich jetzt sofort basteln, auch wenn es Stunden dauert. Nein, musst du nicht, aber. Nee, ich glaube, also ich weiß nicht. Kann man nicht so schnell. So, zeig mal, ich habe dich groß gemacht in Stream. Das sind hier mehrere Sachen. Also ich habe jetzt hier sowas. Ich weiß überhaupt. Mhm. Ich glaube, das ist toll. Ein Unboxing-Video hier jetzt. Das ist jetzt tatsächlich ein Unboxing-Video, weil ich habe echt überhaupt gar keinen Plan. Ich meine, ich habe hier irgendwie Schwammzellen und eine Lupe und in der Lupe ist irgendwie eine Zelle mit einem Virus. Nee, es ist ein T4-Phage, es ist eine Bakterienzelle. Das weiß man, weil das so ausschaut wie so ein Alienschiff. Ja? Das sind immer Phagen. Phagen sind immer Viren, die Bakterien angreifen. André, du kannst es so leise machen. Der Stream hat davon nichts gehört. Für die habe ich es ausgemacht. Für euch kann ich das nicht so ausmachen. Also, Entschuldigung. Okay. Gut, wir müssen da durch. Ich weiß nicht. Da musst du durch, wie der Ostwestfale sagt. Genau. Ja. Ich mache jetzt mal die Lupe raus. Ja. Ich verstehe nicht, wie das hier funktionieren soll. Ich dachte, man baut sich einen Schwamm. Aber jetzt glaube ich das irgendwie nicht mehr. So, okay, ich mache das jetzt mal hier so raus. Da ist keine Anleitung dabei, was man machen soll. Echt nicht? Das ist vielleicht mysteriös. Irgendwo ausgedruckt mit auf so einer Freifläche. Also nee, und dann steht hier Klebefläche. Ja. 1. Und hier steht Klebefläche 2. Ja. Du musst sie zusammenkleben. Und jetzt? So, oder? Und dann steht da drin 4 und 6. Aber was ist mit der 5? Ja, aber gibt es nicht irgendwie noch ein anderes Teil, was du auspacken kannst? Ja, ist alles das Gleiche. Ja, ich frage mich, geht da was? Habe ich nur das halbe Waffending? Nee, das ist alles das Gleiche. Aha. Ja, was steht denn da drauf? Ich kann ja mal kurz googeln. Also, das ist, also ich will gar nichts sagen, aber eigentlich. also, das ist vom Science Communication Lab, SciComm-Lab.com. Mhm. Noch irgendwas? Dachte, man baut hier so einen Schwamm. Würde ich auch denken. Also wir basteln jetzt voll den coolen Schwamm. Hätte ich jetzt auch gedacht. Aber auf dem SciComm-Lab.com ist es zumindest nicht auf der ersten Seite drauf. So, dass man es einfach finden könnte. Das ist einfach nur das. Portfolio? Ist das 24? Aber was hatte das für einen Titel? Stand da nicht irgendwas mit Schwamm? Der Schwamm und seine Mitbewohner. Der Schwamm und seine Mitbewohner. Wenn man das nur googelt, dann kriegt man New Girl, der Schwamm für den Mann. Als erstes. Naja, vielleicht ist es nur, vielleicht ist es halt nur das. Weil da drin ist auch quasi nur das da. Das kommt doch da, das musst du da wahrscheinlich reinstellen, oder? Also das kommt da.
Ach so, hier, ich habe was davon gefunden. So in der Mitte? Ja, dann steht das da. Ja, ich dachte, wir basteln einen ganzen Schwamm. Habe ich falsch gedacht. Nee, es gibt eine Bastelanleitung auch dafür. Habe ich hier, kann man, warte, ich downloade das Gedöns mal. Guck mal, ich tue uns das mal hier in unseren Austausch. Ach nee, ich mache es auch mal in Chatty rein, dann wissen alle. Vielleicht muss ich auch ganz viele und dann muss man die so aufeinander stapeln. Ich muss es mal durchlesen gleich. Vielleicht müssen wir das beim nächsten Stream nochmal machen, wenn wir rausgefunden haben, wie es geht. Ich dachte, ich mache jetzt Unboxing und man kann das schnell basteln, aber ja. Ich habe es halt voll falsch gedacht. So, ich mache mal in der Lobby noch bei uns den Link von dem Zeug, was ich gefunden habe. Dann können das später alle sehen und dann versuche ich wieder. Man kann es auch runterladen. Ja, genau. Und da ist die Anleitung auch, die man sich runterladen kann. Schön. Das kann man sich dann so. Ich glaube, das geht anders. Naja. Du brauchst die Karte, die zwei Bastelbögen, guten Klebstoff und eine Schere. Schneide die Teile auf dem Bastelbogen entlang. Es gibt eine blaue und eine gelbe Pyramide und Arachiozyten noch. Und so. Also, ja, kannst mal gucken. Ich habe das gerade geteilt, den Kram. Ja, vielleicht fehlt mir. Ich habe nur die Kanozyten. Ja. Ja, du brauchst noch irgendwie so eine Pyramide, genau. Und du solltest nur ein Dings haben. Nur einen Bogen mit Lupe. Hast du zwei Bögen mit Lupe? Ich habe 5 Bögen mit Lupe. Und 5 Dinger von davon, aber nichts anderes. Ich glaube, da fehlt einfach was. Ich glaube, da hat Kerstin einfach nur die andere Hälfte nicht geschickt oder so. Verballert. Tja, kann passieren. Das now we have it. Das now erklärt wenigstens bin ich nicht ein Vollidiot, sondern so, dass es rausspringt, wenn man das Buch aufmacht. Ja, aber in dem Link zumindest könnte man das selber dann nochmal nachbauen. Da steht noch mehr dazu. Okay, cool. Na, wir gucken uns das nochmal an und dann reden wir einfach über Schwämme das nächste Mal. Jawoll. Schwamm. Yeah. Ja, die Seesterne sind durch. Schwämme werden von Seesternen auch gefressen. Echt? SpongeBob! Mhm. Seesterne essen auch Fische und so. Und Korallen. Und Seesterne sind ganz schöne Verfressene. Wie machen die das mit den Fischen? Werfen sie sich drauf und stülpen dann langsam den Magen aus? Oder sind die total schnell mit dem Magen? So hap, hap. Naja, vielleicht essen sie nur welche, die schon vorher tot sind. Keine Ahnung. Aber die können, also ich habe auch nur so im Bild, wie sie so tote Fische dann quasi über ihre Arme mit ihren kleinen Hydroärmchen so zum Magen transportieren und dann da so. Okay. Was für ein schönes Bild. Mal wieder was zum Schlafen können. Ne? Mhm. Ja. 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 Aber es gibt auch Vegetarier, wie gesagt, unter den Seesternen. Was essen die dann? Algen, oder? Ja. Was sonst, ne? Gibt ja sonst nicht viel anderes Vegetarisches. Naja, Seegras, da hätte der Dugong dann ein Problem wieder mit Konkurrenz. Zum Konkurrenzseestern. Ja, Leute, wie schaut's aus? André, wolltest du noch irgendwas machen Gletscher? Oder ich wollte noch was über Gletscher erzählen. Ich mach mal wieder hierhin. Ich habe nämlich noch was. Ich weiß nicht, habt ihr das mitgekriegt? Kurz vor Weihnachten gab es so ein paar Neuigkeiten. Moment. Okay. Wir haben hier gerade noch ganz kurz eine Seesternfrage. Ja, dann. Wie akkurat ist es, dass Patrick unter einem Stein wohnt? Ob es das echt auch gibt? Ich glaube persönlich, dass Seesterne nicht Wohnungen haben. Also ich glaube, die sind immer so am Wandern. Ich glaube, die haben nicht irgendwie einen Ort, oder, Inga? Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Sie haben kein Herz. Sie können Arme regenerieren. Sie essen to go. und sie tragen ihren Arsch im Gesicht. Nee. Eindeutig kein Tier, das eine Wohnung hat. Ich glaube, wozu? Eher nicht. Den Eigenschaften. Nee.
Aber die liegen, es liegen viele miteinander rum manchmal. So. Und ich meine, die können sich natürlich auch können unter den Stein kriechen. Ja, so. Aber es ist nicht so dauerhaft. Es ist nicht so wie so eine, wie so ein Clownfisch, der eine eigene Anemone, so eine Resident-Anemone. Ja, also ich meine, ich weiß, was man sehen kann, so beim Nachttauchen oder so. Es gibt diese Schlangensterne, die so wie diese Sterne jetzt bei dem letzten Paper, die eben so, so der ganz kleinen runden Körper haben und dann, genau, der Patrick-Stern und dann diese langen Arme und die bewegen sie eben so ein bisschen schlangenmäßig, deswegen heißen die auch so. Und wenn man Nachttauchgang macht, also wenn man ins Wasser geht und gerade, dann kommt gerade so die Dämmerung, es wird langsam dunkel, dann sieht man, wie die alle aus ihren Löchern gekrochen kommen tatsächlich. Also die verstecken sich tagsüber und die kommen dann nachts echt raus und sind dann auch relativ flott unterwegs. Und genau, und da kommen überall diese komischen Schlangenarme. Was so ein bisschen, wenn man nicht weiß, was es ist, schaut es ein bisschen gruselig aus. So ein bisschen wie so Spinnenbeine lange oder so. Genau, aber auf jeden Fall, die verstecken sich tagsüber und die kommen dann erst nachts raus. Also, aber kommt eben auch auf die Art an. Aber dann in irgendwelchen Löchern, aber da weiß man jetzt auch nicht, ob die da permanent wohnen. Nee, ich weiß nicht, ob die quasi ein Loch haben, wo sie immer zurückgehen. Aber zumindest sind die auf jeden Fall in irgendwelchen Löchern oder unter Steinen oder so tagsüber. Hm. Da muss ich gerade mal gucken, ob Seesterne nachtaktiv dann sind. Also Schlangensterne nachtaktiv, weil ich suche da noch nachtaktive Tiere. Hm. Ja, die sind auf jeden Fall nachtaktiv. Ja, wie geil. Okay. Schon wieder ein Tier. Ich wollte ein bisschen was über Gletscher erzählen. Und zwar, kurz vor Weihnachten gab es so ein bisschen Neuigkeiten. Von wann ist die Pressemitteilung? Steht hier wieder nicht. Doch, 20. Dezember. Also kurz vor Weihnachten. Da gab es so ein bisschen, auf Twitter habe ich das gelesen, über einen Twitter-Thread habe ich zum ersten Mal von dem Thwaites-Gletscher gehört in der Antarktis und was der gerade macht. Und ich dachte, da können wir mal kurz ein bisschen drüber sprechen, weil das fand ich total spannend, nachdem ich mich ein bisschen auseinandergesetzt hat. Also, drohender Zerfall. Der Thwaites-Gletscher, so ist die Pressemitteilung bzw. dieser Artikel hier erstmal überschrieben. Der Gletscher, ich zeige den auch mal. Kann man das sehen jetzt? Ja, gut. Das hier ist Thwaites Ice Tongue. Ja, also das ist das letzte Stück, was quasi von dem Gletscher, der geht noch ein bisschen weiter ins Inland rein. Aber auf jeden Fall geht es hier um diese Eiszunge. Der ist ziemlich groß, der Gletscher. Der hängt da unten rum, das ist westlicher Antarktis. Ich finde dieses Bild ganz schön, aber ich habe auch noch mal kurz Google Maps angeschmissen. Dann können wir da einmal zusammen hinfliegen. Nicht Google Maps, Google Earth. Damit man einen besseren Eindruck hat, wo ist denn das? Hui! Andere Ende der Welt. Ja, also da ist der Südpol, ja, da sind wir hingeflogen, aber vor allem auch hier an der Spitze von Südamerika, da unten ist der Thwaites Glacier. Der ist jetzt da nicht so richtig schön dargestellt, deswegen gehe ich wieder zurück. Aber ich finde es immer ganz cool, an einen bestimmten Ort mit Google Earth zu springen, damit man irgendwie so einen Überblick hat, wo das denn genau ist. Auf jeden Fall geht es um dieses Stückchen da. Und der wird beobachtet. Es gibt auch ein eigenes Forschungsprojekt, der Thwaites Glacier Collaboration, International Thwaites Glacier Collaboration, ITGC. Die sind da jetzt seit 2 Jahren oder so dran und beobachten den sehr, sehr genau, weil dieser Thwaites Glacier ist was ganz Besonderes. Es ist wie ein Korken. Der steckt an einer strategisch wichtigen Stelle, könnte man sagen. Alles, was alle anderen Gletscher, die drumherum sind, hier auf der Karte,
sind quasi an einem Abhang. Also unter dem Eisschild der Antarktis ist ja Festland. Das ist ja ein eigener Kontinent. Das heißt, diese ganzen Gletscher hier liegen auf einem Abhang. Der Thwaites-Gletscher, beziehungsweise diese Eiszunge, da geht es nur einen ganz kurzen Hügel runter und dann geht es in ein Talbecken, also in ein Gefälle ins Inland quasi. Das heißt, wenn hier ein Gletscher abbricht, dann wird, wenn das Festland dann hochkommt, hat man quasi so einen Abhang, der hochgeht. Hier überschreitet es so einen kleinen Hügel und wenn dann warmes Wasser ins Innere rutscht, dann kann sehr schnell sehr viel mehr Eis auftauen. Aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal, was sie festgestellt haben, ist, dass an dem Gletscher, da an dem rundherum, sich überall anfangen, Risse zu bilden. Und die breiten sich aus mit einer Geschwindigkeit von mehreren Kilometern pro Jahr. Das heißt, langsam, aber für die schon eine besorgniserregende Geschwindigkeit. Und in den letzten 30 Jahren hat die Fließgeschwindigkeit des Gletschers, der fließt sehr, sehr langsam im Zentimeterbereich pro Jahr, hat sich diese Fließgeschwindigkeit verdoppelt. Und weswegen sie sich jetzt Sorgen machen, ist einerseits diese Rissbildung und andererseits das, was sie bei diesem Forschungsprojekt rausgefunden haben. Sie haben ein Loch gebohrt und quasi, also ein Loch geschmolzen und sind mit einem Roboter unter das Schelfeis getaucht quasi. Also durch den Gletscher durch, also durch diese Schelfeiszunge, die quasi vom Land auf das Wasser drauf wächst. Und da sind sie mit einem Roboter drunter und haben geguckt, was ist denn da? Und sie haben festgestellt, da ist super viel Eis weggetaut. Weil immer wärmeres, und sie haben dann auch die Temperatur des Wassers gemessen, haben festgestellt, das Wasser dort ist ungewöhnlich warm für die Region und hat an diesem Gletscher, ohne dass man es von oben sieht, dafür gesorgt, dass der Gletscher von unten wegtaut. Also es kommt warmes Wasser hin, taut ein bisschen Eis auf und transportiert es wieder weg. Über die sogenannte Gezeitenpumpe. Weil bei Ebbe und Flut quasi das Wasser das Wasser geht und kommt. Bei einem Stück Eis, bei so einem Schelfeis, sorgt es dafür, dass, wenn die Flut kommt, der Gletscher ist ja leichter, also Eis ist leichter als Wasser, schwimmt ein klein wenig auf und macht dann unten quasi Platz, da wo er eigentlich auf dem Meeresboden aufliegt, entsteht da eine kleine Lücke. Und wenn dann wärmeres Wasser eindringt, und sie haben festgestellt, das Wasser, was sie meistens dort finden, ist warm, also warm für die Ecke, und salzhaltiger. Und das sorgt dann dafür, dass quasi von dem Schelfeis große Teile aufgetaut werden. Und dann sinkt es bei der Ebbe zurück auf den Boden, also dass der Wasserspiegel sinkt, der Gletscher setzt sich wieder ab. Es ist mittlerweile ein bisschen Eis weggetaut. Bei der nächsten Flut geht er wieder hoch und so geht wieder warmes Wasser drunter. Und das ist, so häufig passiert und so nachhaltig, dass in den letzten 10 Jahren ist die Schwelle, wo der Gletscher eigentlich auf dem Meeresbund auflag, weiter nach hinten gewandert. Und zwar 14 Kilometer. Über eine Breite von mehreren hundert Kilometern. Das ist wirklich viel. Und da sich jetzt oben Risse bilden, fürchten sie, dass das halt einer dieser berühmten Kipppunkte ist. Wenn dieses Schelfeis, was da ist, was da aussieht, als ob es abbrechen könnte, was übrigens so die Größe von ein bisschen größer als Belgien hat, also um sich die Ausmaße klar zu machen. Wenn das abbricht und komplett auftaut, sorgt das steht auf jeden Fall hier, da habe ich keine vernünftige Quelle, das steht nur in diesem einen Artikel, sorgt das für einen Anstieg von 65 Zentimeter des Meeresspiegels. Also weltweit. Ja, das ist krass. Und sehr viel an. Ja, das hört sich sehr viel an, genau. Und
Das ist aber nur das Schelfeis, was davor liegt. Wegen dieser bedeutsamen Geografie, dass also quasi das nur ein flacher Hang ist und es danach quasi ins Inland in so eine Senke hineingeht, da wo das Eis dieses ganzen Gletschers drauf liegt, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist die Zunge, die hier ins Südpolarmeer reinreicht oder in die Atmutzensee. Wenn vorne dieses Schelfeis abbricht, dann sorgt das dafür, geht diese Gezeitenpumpe, die ich eben beschrieben habe, trotzdem weiter und sorgt dafür, dass hier vorne an dem Gletscher, der dann halt direkt mit dem Land abschließt, sehr einfach immer wieder kleinere Eisbrocken abbrechen können. Und es wird dazu sorgen, weil dieses Schelfeis davor, vor jedem Gletscher, wenn also Gletscher in der Antarktis rausragen auf das Meer, dann haben sie immer wieder Berührung mit dem Meeresboden. Und so wird die Fließgeschwindigkeit eines Gletschers reguliert bzw. verlangsamt. Wenn das Schelfeis vorne wegbricht, wird die Fließgeschwindigkeit des Gletschers zunehmen. Und zwar um irgendwie das Vierfache oder Fünffache, genau, viel. Und wenn der ganze Gletscher aus dieser bestimmten geologischen Struktur halt schneller rausfließt, sorgt das dafür, dass umliegende Gletscher einfacher in dieses Bassin reinrutschen können und dann auch abgeschmolzen werden können. Und sie rechnen damit, also was jetzt ihre Prognose ist, es könnte sein, dass wenn das kollabiert, was in den nächsten 5 Jahren passieren kann, aber auch in den nächsten 5, 10 Jahren, auf jeden Fall sagen sie, ab 2050, also der IPCC-Report spricht ja auch davon, dass irgendwie ab 2050 ein beschleunigter Anstieg des Meeresspiegels einhergeht. Auf jeden Fall diese Situation mit diesem klein erscheinenden Gletscher auf dieser Karte sorgt dafür, dass man ein Szenario sich vorstellen kann, wenn dort diese Ereignisse passieren, dass der abbricht und ins Meer reinkommt. Dass man an eine Situation kommt, dass pro Jahr der Meeresspiegel um 5 cm steigt. Und zwar dann kontinuierlich. Und 5 cm klingt jetzt wenig, aber wenn das über mehrere Jahre anhält, ist es relativ viel. Sorry, okay, also weil quasi, also diese 65 Zentimeter sind nicht, wenn auf einmal, wenn nein, das nicht auf einmal Eis abbricht und schmilzt, sondern weil dann immer noch mehr nachkommt von dem Gletscher. Ja. Okay, alles klar. Das erklärt das aus. Ja, genau, ich dachte, das kann doch nicht sein. Ja, und das ist das Krasseste, was ich gehört habe bis jetzt. Genau, und die also macht mit der Masse auch nicht einen Sinn. Also, ja. Na. Wobei sie auch sagen, halt, wenn dieser Korkeneffekt tatsächlich zutrifft, also dieses, dass dieser Gletscher an dieser Stelle sitzt, wo dann von der Seite in dieses Bassin andere Gletscher reinlaufen, die dann auch so einfach aufgeschmolzen werden können, dann hat dieses Ereignis das Potenzial für 2,4 Meter Anstieg des Meeresspiegels. Mhm. Aber halt nicht auf den Schlag, sondern. Ja. Aber dann solche Sachen wie 5 cm pro Jahr ab 2050, grob gesprochen. Das klingt jetzt total wenig, aber sind halt ein halber Meter nach 10 Jahren. 2070 ist es ein Meter. Und wer gerne wissen will, wie ein Meter Meeresspiegelanstieg aussieht, das hier ist mal eine Karte. Ich kopiere mal den Link und schmeiß den in den Chat, dass ihr auch mal spielen könnt im Prinzip. Das hier ist hier, Norddeutschland. Ich zoome mal ein bisschen rein. Hier Hamburg ist noch da zu teilen. Ja, aber. Also ganz viele schöne Meeresgrundstücke dann. Ja. Ja, Hamburg wird dann direkt am Meer liegen. Und hier haben wir dann. Bremen auch, finde ich gut. Ja, Bremen tatsächlich, ja. Bremen steht dann nicht so doll unter Wasser, aber. Ja, wir haben einen schönen Meerzugang dann. Ja. Das ist ein Meter
Meeresspiegelanstieg. Das kann man sich dann mal angucken, aber, und man kann halt tatsächlich weltweit gucken. Aber bei der Karte haben die nicht die Deiche mit einberechnet, ne? Nein. Haben sie nicht. Also weil irgendjemand im Chat gefragt hat, ob dann die Niederlande weg sind, so yeah, aber die Niederlande sind echt gut im Deichbau. Ja. Aber, deswegen, also, es ist nicht alles... Sie sich eventuell den Arsch retten, aber... Ja, genau. Aber Amsterdam ist dann halt wieder eine Insel. Ja. Naja, aber auf jeden Fall, ich schmeiß auch nochmal den Thread, den, wo ich darüber gestolpert bin, den Tweet, besser gesagt, den Ausgangstweet auch in den Chat von einem Wissenschaftler, der in dem Bereich gerade seine Doktorarbeit schreibt, wenn mich nicht alles täuscht, Jason von Jutterzenka. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen vernünftig aus. Der hat das aufgeschrieben am 26. Dezember, hat er darüber getwittert, genau. Und erzählt dann mal, was es für Auswirkungen hat. Könnt ihr euch selber... Den wollte ich noch einmal kurz vorlesen, damit ich die Zahlen, weil ich war mir jetzt gerade auch nicht mehr sicher. Also, das Schelfeis wird wahrscheinlich in zahllose Eisberge zerfallen, den Rest des Gletschers wird dann etwa dreimal schneller ins Meer abfließen. Zum Vergleich, in den letzten 30 Jahren hat sich das Tempo nur verdoppelt. Im günstigsten Fall steigt der Beitrag zum Meeresspiegelanstieg um 1%. Langfristig beliefe sich sein Beitrag auf 65 cm. Aber noch schlimmer, der Thwaites-Gletscher ist wie ein Stöpsel. Wenn er schmilzt, rutscht die benachbarten Gletscher in sein Becken und schmelzen ebenfalls. Dadurch verschwinden schrittweise das gesamte Eis der Westantarktis. Der Meeresspiegel steigt um bis zu 3,3 Meter und das Eis kann nicht mehr zurückkommen, denn die Ozeane sind viel wärmer als in der Zeit, in der die großen Gletscher entstanden sind. Weg ist weg. Setzen wir das mal in einen Kontext. Genau das ist es, wovor der IPCC noch dieses Jahr mit dem Ice Sheet Instability gewarnt hat. Unsere Landkarten müssten neu gezeichnet werden. Wir können jetzt den Kollaps höchstwahrscheinlich nichts mehr tun. Millionen Menschen sind praktisch schon tot, denn nur noch nicht umgefallen. Jetzt müssten unsere Vorbereitungen beginnen, den Vertriebenen in den Industriestaaten Asyl zu organisieren. Das wird historisch einmalig. Diese Meldung kommt wirklich zur Unzeit. Erst vor wenigen Wochen fand man auch in Grönland starke statistische Hinweise darauf, dass die Eisschmelze nun irreversibel ist. Kurz davor prognostizierte eine Studie ab 2060 einen Meeresspiegelanstieg von 5 cm pro Jahr. Ach, ich brauche überhaupt nicht mehr dieses Spiel spielen, das mich ja auch immer sehr deprimiert. Das reicht dann jetzt für heute. Wir hätten jetzt die Seesterne machen sollen. Ja, eigentlich schon. Habt ihr bei Netflix Don't Look Up gesehen? Nein, steht auf der Liste. Ich bin bei Netflix. Also, ja, er ist gut. Ist gut. Also, du empfiehlst ihn auch. Ich höre überall Gutes und Empfehlenswertes darüber. Deswegen Sehr gut. Wollten wir uns noch angucken. Hier, mal ganz kurz, sorry, wir hatten hier ein bisschen im Chat nochmal. Neo Burner hat nämlich, glaube ich, gefragt. Oh, das ist halt eine Geologenfrage. Also ich kann sie nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob du sie weißt, André oder Inga. In welche Richtung driftet eigentlich der Kontinent Antarktis? Ist der Kontinent zu unserer Zeit eigentlich rein zufällig am Südpol oder bleibt der da ziemlich stationär? Ich glaube, er ist rein zufällig am Südpol. Warte mal. Ich weiß, glaube ich, wo ich da nachgucken muss. Ich finde es übrigens sehr schön zu sagen, etwas liegt quasi am Rücken des Seesterns. Ja, ich habe mich auch sehr darüber amüsiert. Ja, das ist das Schönste, was zu diesem Thema bisher gesagt wurde. Ich habe auch tatsächlich einen Moment gebraucht, um es zu checken. Ja. Oder die Seesternoberseite, wie Hobbit der Große es ausdrückt.
Ressourcen, Bücher für Normalos, die sich wissenschaftlich allgemein weiterbilden. Du bist kurz nicht zu hören gewesen, Inga. Du hattest irgendwie einen Aussetzer. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, ich danke Wilhelm Tell. So heißt mein Netz hier. Ja, die Frage ist die von Bobman Stuff, ob wir wissen, wo man Ressourcen, Bücher für Normalos findet. Also Julias Buch ist sehr gut. Ja. Kann ich dazu sagen, für Normalos. Oh ja, da fällt mir auch ein, Julias Buch, sehr gut. Eingesprochen? Genau, also, hast du das eingesprochen oder so? Das kommt auch im Januar als Hörbuch raus bei Audible, aber ich habe nur das Vorwort gelesen und dann wird es professionell von einer professionellen Sprecherin gelesen, was ich auch gut finde, weil dann ist es auch, ich bin keine professionelle Sprecherin und das hört sich schon besser an, wenn das jemand macht, der das kann. So. Und ich glaube, es ist auch unglaublich anstrengend, ja, wenn man das nicht, wenn man das nicht gelernt hat. Da fällt mir gerade ein, ich muss einen Link posten, falls ihr noch nicht für mein Buch abgestimmt habt. Ah. Weil es geht nur noch bis zum 7. Januar. Toll, jetzt ist hier irgendwie in meinem Stream alles kaputt. Na toll. Aber gleich einen Moment. Noch zum 7. Januar. Mein Buch ist nominiert für den Wissenschaftsbuch des Jahrespreis in Österreich. Und warum ist der da? Und man kann noch abstimmen. Es geht Publikumsvote, man kann noch abstimmen bis zum 7. Januar. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr für mich abstimmt. Und man muss auch keine Daten hinterlassen. Man kann einfach draufklicken und fertig. So, und ich hab die Frage bezüglich Antarktika. In 200 Millionen Jahren hat sich die Antarktis Mexiko so stark angenähert, dass beide am Äquator liegen und Antarktika wie zuletzt im frühen Mesozoikum üppig bewachsen sein wird. Ostafrika kollidiert mit Indien, Madagaskar trifft auf Südostasien, Neufundland befindet sich bereits 10 Grad nördlicher Breite und bewegt sich wieder auf den Äquator zu. Florida, du findest das, du findest das am unteren Ende vom Wikipedia-Artikel zu Kontinentaldrift. Da wird nicht direkt darauf eingegangen, wie sich was bewegt. Ich habe es auf die Schnelle nicht gefunden, aber da steht auf jeden Fall, welchen Weg Antarktika, also ja, die Antarktis nehmen wird. Die befindet sich nur zufällig da. Vor ein paar hundert Millionen Jahren war sie auch in der Nähe des Äquators. Also die bewegt sich aber arschlangsam. Im Gegensatz zum Meereis. Ja, da war doch noch... Ja, die Frage, was man empfehlen kann für Normalos, sich mehr mit Wissenschaft beschäftigen. Unsere ganze Seite ist ein bisschen voll damit. Ach ja, stimmt. Ja, stimmt. Wir machen sowas, ja. Wir machen sowas bei Plötzlich Wissen. Also unsere Website. Die genau. Irgendwann schöner aussehen wird als jetzt. Demnächst. Ja, das ist unser Vorsatz für 2022. Endlich unsere Website modern machen und nicht wie so ein 90er-Jahre-Blog. Aber wahrscheinlich, wenn wir sie modern haben, ist 90er-Jahre-Blog wieder in. Wahrscheinlich. Kann passieren, ja. Die 90er kommen zurück. Auf unserer Website, da sind einige Artikel zu verschiedenen Themen, da kannst du dir was anlesen. Sonst ist halt auch ein bisschen die Frage, willst du jetzt Wissenschaft allgemein oder Meeresthemen oder ich bin auch gerade so. Ich habe überlegen, was sie noch für Bücher kennen. Also ich meine, Inga schreibt auch gute Bücher, aber es sind halt Kinderbücher. Das sind Kinderbücher. Kinderbücher und Rätselkartenspiele und Radiobeiträge, die aber wissenschaftlich für Kinder. Also witzig. Ja, apropos Radio, also ich bin halt auch großer Podcast-Hörer, muss ich sagen. Gerade auch irgendwie Deutschlandfunk macht auch echt richtig gute Beiträge, also zur Wissenschaft jeglicher Form. Und dann gibt es auch, jetzt muss ich gerade mal gucken, weil man in meinem Podcast fährt. Ansonsten kann ich Wissenschaftspodcasts
wissenschaftspodcast.de. Oder also warte ich mal. Ja, da. Das kann ich empfehlen. Hier, André, da sehe ich gerade hier nämlich Synapsen vom NDR, das ist nämlich auch ganz gut. Und ich sehe gerade, die machen hier Science Slam Podcast, André. Ja, ja, ist von der Agentur scienceslam.de. Und der Synapsen ist gut? Ne, ja, ich habe so zweimal zwei Folgen angehört. Ich fand die gut, ja. Also ich fand, da haben auch interessante Themen. Aber sonst muss ich so ein bisschen, ich höre viel englische Podcasts. Ich kann auch Unexplainable von Fox, ist auch ganz gut. Aber ich bin ein bisschen beim Podcast hören. Ich höre da meistens gar nicht so Naturwissenschaften, sondern so Geschichte und so ein Zeug, weil ich auch mal, ich brauche auch mal anderen Input. Ja, wenn du die ganze Zeit irgendwie Bio ja, machst, dann du, brauchst du auch ich mal kenn, was anderes. Ich kenne das. Also ich weiß, dass ich bei wissenschaftspodcasts.de gute Leute, unter anderem auch Nikolas von Methodisch Inkorrekt, da auch kuratieren und darauf achten, wen nehmen sie in die Listen auf. Und dass das Gute, also das ist eine tolle Liste, wo man sich mal in das ein oder andere reinhören kann. Das ist halt ein gutes Verzeichnis, wie ich finde. Und dann findet man schon einen, der einem sympathisch ist. Ne? Ist ja immer so, wenn es bei Podcasts geht, ja, okay, das Thema ist geil, hörst du rein und dann magst du diese Stimme einfach nicht. Und dann ist es halt nicht dein Podcast. Und dann guckst du beim nächsten und da ist das Thema nicht ganz getroffen, aber das klingt irgendwie nett und ihr seid auf einer Wellenlänge und dann hörst du halt alle an. So mache ich das. Und wir sind für Hobbit der große Grad der Podcast, denn alle seine Podcasts sind gerade in Pause oder fertig gehört. Ja, genau. Sehr schön. Affe schreibt auch, genau, ich habe auch einen Podcast bei Audible, sag mal du als Biologin, also mit biologischen Themen, auch andere, nicht nur Meeresthemen. Und da gibt es auch, die haben auch einen Physik-Podcast und Chemie und Jura und so. Aber ist halt leider hinter einer Paywall. Das ist leider der Nachteil. Ja, ich kann sonst noch Kinderbuch-Podcast Freigeistern empfehlen, aber es ist nicht Wissenschaft, sondern ich überlege gerade auch noch, was gibt es denn noch an... Ich habe keinen guten Tipp. Vielleicht reicht das auch erstmal fürs Erste, weil das ist ja jetzt gar nicht so wenig. Wir haben bloß keine Bücher empfohlen, aber ich lese auch, ich lese halt so wenig in letzter Zeit. Ich höre Podcasts die ganze Zeit. Ich lese halt ganz normale Bücher. Ich lese entweder Paper oder ganz normale Bücher. Na. Wenig dazwischen. Ja, aber ansonsten, wenn ihr solche Fragen habt oder wenn ihr noch andere Vorschläge habt, dann kann man auch uns auf Discord besuchen und ich poste mal einen Einladungslink für unser Plötzlich Wissen Discord, wo ich dann jetzt auch gleich mal meine die künstlerischen Ergüsse meines Malens hochlade in der Lobby. Ne? Das finde ich gut. Ja, die bei dir in der Liebeshöhle entstandenen künstlichen Ergüsse. Genau. Oh Gott. Leute, ich bin übrigens relativ müde und muss morgen sehr früh raus. Ich bin auch, ich habe ganz schlecht geschlafen. Wahrscheinlich, weil ich Don't Look abgeguckt habe und dann. Ach, fuck, ja. Hat mich abgefuckt. Also, sehr ist witzig, aber es fuckt dann auch ein bisschen ab. Und wahrscheinlich, wenn ich ihn vor 10 Jahren gesehen hätte, dann hätte man gedacht, so, voll unrealistisch. Und du siehst ihn jetzt und bist so, ja, genau so würde das ablaufen. Oh wenn das Mann, echt ey. Fuck. Ja. Das haben wir die letzten Jahre gesehen. Also es ist so ein deprimierendes Ding, weil es zu nah an der aktuellen Realität schon dran ist, wahrscheinlich, ne? Ich bin sehr gespannt, ihn zu sehen. Auf jeden Fall. Aber ja, er ist witzig, er ist unterhaltsam, sehr gute Schauspieler. Cool. Ja, und Bobman Stuff hat jetzt viel zu tun und postet neu gefundene Dinge. Nächstes Mal finde ich richtig gut. Übrigens, nächstes Mal im Chat, wir haben einen
sind genau 2 Wochen um 20.30 Uhr. Ja, am 17. Januar. Januar ist der nächste Plötzlich Wissen-Stream. Und da werden wir dann auch mal das Spiel weiterspielen. Aber heute. Ja, nee, das würde mich zu sehr deprimieren, ganz ehrlich. Da, ja. Da reicht meine Energie. Vielleicht müssen wir das nächste Mal zuerst spielen und dann lustige Themen. Ich habe schon eine Idee, was wir nächstes Mal machen können. Oh, willst du schon verraten? Oder ist es? Nee, verrate ich nicht. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen deprimierend, aber es ist auch so ein bisschen True Crime-mäßig. Oh, True Crime. Aber das ist ja. Das ist doch voll en vogue, alles mit True Crime. Das klingt also spannend. Vielleicht ist das. Ja. Ja, wann sind Nikolas und Reini mal dabei? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, stimmt. Ja, wissen wir ehrlich gesagt nicht, weil die melden diese. Haben wir uns da mal drum gekümmert? Nö, ich nicht mehr. Ich glaube nicht. Also ich habe mich nicht mehr drum gekümmert. Ich habe keinen Versuch nach den letzten Versuchen gestartet. Ja, wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach mal, wir machen das jetzt hier live im Stream. Rufst du jetzt Reini an? Nein, ich rufe nicht Reini an, sondern wir sagen jetzt einmal, sag mal, wollen wir nicht mal lustiges, hey, Nikolas und Reini, wollen wir nicht mal lustiges Zeug miteinander machen? Das ist ja eine krasse Idee. Die ist ganz neu, glaube ich. Ja, jetzt so in 2020 könnte man, 2022? Bitte nicht nochmal 2020. Nee, bitte nicht nochmal. Könnte man das doch mal machen? Ja, 2022. Und so. Ja. Und das müssen jetzt 30 Sekunden gewesen sein. Daraus mache ich nachher einen Clip und dann kann ich das ja mal auf Twitter teilen. Genau. Das ist der Plan. Ja, man kann sich übrigens, glaube ich, Helium ist doch auch das Zeug, was man in diese Ballons da reintut, ne? Ja. Das habe ich letztens irgendwo zum Kaufen gesehen, so in so einer. Also für zu Hause. Ja, ja, das kannst du kaufen. Kaufen. Ballongas. Ja, ja, so eine kleine Ballongas könnte man quasi sich mal. Jeder kauft sich so ein Ballongas und dann machen wir eine Sendung. Dann machen wir hier im Stream. Ja, und dann interpretieren wir alte Meeresgedichte oder singen Shanties. Shanty? Mhm. Schön. Ganz das schön. Ist ja, und in der Zwischenzeit könnt ihr alle gerne bei Reini und Nikolas vorbeigehen und fragen, wann die mal einen Stream mit uns machen. Das kann ja. Vielleicht hilft's. Genau. nächster Plötzlich Wissen-Stream haben wir schon gesagt. Montag, 17. Januar. Wer möchte, morgen. Ist bei mir auf dem Kanal twitch.tv andere Lampe. Gibt es auch ein bisschen Wissenschaft und Technik. Ich habe ein paar neue Mikroskopiekameras und ich werde die ausprobieren im Stream. Weiß nicht, wie lange das dauert. Und wenn wir ein paar zeig ruhig, Julia, wenn du noch was hast. Ich werde ein bisschen was rumprobieren mit neuen Kameras an Mikroskopen und Dinge zeigen. Und wenn wir damit durch sind, dann schmeiße ich wahrscheinlich das Super Nintendo an und werde da ein bisschen zocken. Mal gucken. Also das ist jetzt bisher der Plan. Wenn ich vielleicht noch eine andere Idee bis morgen kriege, da könnt ihr auch gerne vorbeikommen. Würde mich freuen. Ansonsten 17.01. Julia, was hast du noch? Ich habe die Algen noch gar nicht gezeigt. Sie ah ja, noch. Natürlich. Oh. Die Algen leben immer noch. Ja, wir müssen Algenvergleich machen mit gewissen Leuten. Ich lasse sie nur am Leben, damit ich sie Nikolas unter die Nase halten kann. Ja, weiter so. Halbes Jahr, immer noch. Ich habe sie heute mal frisch auf Frischwasser gewechselt. Mal gucken. Ja, da hoffen wir, dass sie das gut überstehen. Ja, und Chlorophyllius, herzlich willkommen. Danke, dass du uns folgst in dieser Minute. Aber wir machen gerade den Sack zu. Aber es ist total schön, dass du da bist. Ja, und es gibt, glaube ich, noch irgendeinen schlimmen Witz von Nero Burner. Wer wohnt in einer anderen ganz tief im Meer? Das ist SpongeBob. SpongeBob. Das können wir singen auf Helium. Ja. Vielleicht war das auch der Vorschlag. Vielleicht ist es das. Ja, das wird es wahrscheinlich sein.
Ihr könnt euch mal überlegen, wir brauchen, die Algen haben keinen Namen, wir brauchen mal einen Namen für die Algen. Ja. Könnt ihr mal überlegen bis zum nächsten Mal. Die Algen mal in Soda-Stream packen. Oh Gott. Nee, nicht mal einen guten Soda-Stream versauen. Ja, ich glaube, wir sind jetzt durch, oder? Ja. Also, ja, es wird so. Inhaltlich wird das jetzt hier nichts mehr. Also, wir haben es schon alles rausgehauen, was es heute rauszuhauen gab. Richtig. Ja. Durch. Macht man jetzt noch mit jemandem ein Raid? Ist irgendwo sind Nico und Reini vielleicht gerade irgendwie online? Kann das sein? Ich glaube nicht. Es ist ja montags. Manchmal sind die doch auch montags irgendwie. Ja, aber jetzt gerade nicht. Sehr schade. Sonst hätte man gleich alles klären können. Wir könnten die Pupsnase raiden. Ja! Give it back! Sie war die Erste, die uns geradet hat, als ich noch nicht mal das Wort kannte. Nee. Und nur gedacht habe, das ist irgendwas ganz Schlimmes. Wir sind gehackt worden, habe ich damals gedacht. Genau, und aber es wird, bei ihr ist einfach nur Quatscherei. Wenn mich nicht alles täuscht, dann würde ich mal sagen, dann raiden wir die Pupsnase. Ja, ich glaub, das spielt Counter-Strike, oder? Nee, aber jetzt gerade nicht. Ach so. Na, dann bleiben wir ja auf Gesprächsniveau. Dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm, dass jemand, dann stirbt ja wenigstens niemand. Bei Counter-Strike würden wir ja gleich mit der Mission weitermachen, weil da sterben ja dann Leute. Und beim Reden ist alles safe, oder? Ist egal, wir sterben alle. Bald. Ja, macht's gut. Macht's gut. Nächster Stream in 2 Wochen, Montag, 17.01. Es hat uns sehr gefreut. Mich hat es sehr gefreut. Kommt gut in die Nacht und jetzt raiden wir Pupsnase. Jo. Ja, macht's gut. Gute Nacht. Toll, dass ihr da wart. Tschüss. Tschüss.